Herzlich willkommen zu einem kurzen Erklärvideo zu den Räuber-Beute-Beziehungen. Ich möchte dir heute erklären, was Räuber-Beute-Beziehungen sind und wie man sie beschreiben kann. Räuber-Beute-Beziehungen gehören zu den interspezifischen Beziehungen. Du weißt, zu den interspezifischen Beziehungen gehört zum einen die Konkurrenz zwischen zwei Arten, dann der Parasitismus und die Symbiose zwischen zwei Arten. Räuber-Beute-Beziehungen finden auch zwischen zwei Arten statt, und zwar ist die eine Art der Räuber und die andere Art ist die Beute für den Räuber. Wir schauen uns die Räuber-Beute-Beziehungen jetzt aber nicht am Beispiel von Gepard und Gazelle an, sondern wir schauen mal in einen See und können sehen, dass wir da Wasserflöhe haben und diese Wasserflöhe ernähren sich von Algen. Wir haben also den Wasserfloh, das ist ein kleines Krebstierchen, er hat hier diese Antennen und mit diesen Antennen kann er rudern, man sagt deswegen auch Ruderantennen und damit bewegt er sich durchs Wasser fort. Er ist jetzt in unserem Beispiel hier der Räuber, weil er sich von Algen ernährt und die nimmt er mit seinem Mund hier auf und dann verdaut er die See durch seinen Darm. Das kann man bei Wasserflöhen wirklich ganz gut sehen, weil die durchsichtig sind. Wasserflöhe pflanzen sich fort, indem sie Eier bilden. Die lagern sie dann hinten unter ihrem Panzer ein. Und sie müssen sich nicht paaren, um Eier zu bilden. Das heißt, sie können sich asexuell fortpflanzen und das machen sie auch die meiste Zeit. So, und dann haben wir hier unsere Alge. Das kann irgendeine Alge sein, ist gar nicht wichtig welche. Die dient uns hier als Beuteorganismus, weil sie vom Wasserfloh gefressen wird. Algen vermehren sich ganz einfach durch Zellteilung. Das heißt, eine Zelle teilt sich in zwei. Dann haben wir aus einer Alge zwei gemacht. Gut, schauen wir uns also jetzt mal an, wie denn die Räuber-Beute-Beziehung zwischen Wasserflöhen und Algen aussieht. Wir schauen uns das an diesem Diagramm hier an. Du siehst, auf der X-Achse ist die Zeit angegeben und auf der Y-Achse steht die Populationsdichte. Populationsdichte ist einfach die Anzahl an Individuen in der Population. Wir werden uns jetzt schrittweise anschauen, wie sich die Populationsdichte von Räuber- und Beutepopulationen gegenseitig bedingen und wie sie sich verändern über die Zeit. Und das zeige ich dir dann aber auch noch bildlich hier in diesem kleinen Mikrokosmos, den ich hier angedeutet habe, wo dann gleich Algen und Wasserflöhe drin erscheinen werden. In unserem Diagramm hier hat die Linie der Algenpopulation die Farbe grün und die Linie der Wasserflohpopulation die Farbe blau. Wir starten an einem Punkt, an dem es sehr viele Algen gibt und mittelmäßig viele Wasserflöhe. Wir können hier sehen, dass die Anzahl der Wasserflöhe zunimmt. Dies können wir darauf zurückführen, dass die Wasserflöhe viel Nahrung zur Verfügung haben und sich entsprechend gut vermehren können. Irgendwann gibt es aber so viele Wasserflöhe, dass auch so viele Algen gefressen werden, dass die Algen sich nicht mehr richtig vermehren können. Ab da nimmt dann die Anzahl der Algen ab. Weil es nun aber immer weniger Algen gibt, können sich die Wasserflöhe dann auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiter vermehren und fangen dann sogar an, weniger zu werden, also zu sterben. Die Algen werden nun immer noch weniger, weil es immer noch viele Wasserflöhe gibt. Wenn es dann aber deutlich weniger Wasserflöhe geworden sind, dann können die Algen sich wieder vermehren. Sobald sie dann wieder genug sind und die Wasserflohpopulation genug geschrumpft ist, reichen die Algen dann wieder aus, um die Wasserflöhe zu ernähren. Die Wasserflohpopulation wächst dann wieder an. Beide Populationen wachsen nun weiter, bis die Wasserflöhe wieder so viele werden, dass sie mehr Algen fressen, als neue entstehen. Und dann fängt der ganze Spaß wieder von vorne an. Wir haben jetzt hier in diesem Diagramm also diese exemplarischen, beispielhaften Verläufe von den Populationsdichten der Räuber- und der Beutepopulation und wir können hier ein paar Punkte an der Kurve festmachen. Da, wo die Räuber- oder die Beutepopulation immer einen Maximalwert erreicht, das nennen wir das Maximum, also ein lokales Maximum in der Populationsdichte, wo es ein ganz kleinen, den kleinsten Wert erreicht, das nennen wir dann das Minimum. Und du siehst, dass Maximum und Minimum sich immer abwechseln und sich auch immer wieder wiederholen und so eine Phase zwischen einem Maximum und dem nächsten folgenden Maximum, das nennen wir dann einen Räuber-Beute-Zyklus,
weil diese Einheit sich dann immer wieder wiederholt, von einem Maximum über ein Minimum zum nächsten Maximum, dann wieder zum Minimum und wieder zum nächsten Maximum. So laufen dann Räuber- und Beutepopulationen immer weiter, zumindest theoretisch. Du siehst, dass die Räuberpopulation so ziemlich den gleichen Verlauf zeigt wie die Beutepopulation. Das liegt natürlich daran, dass Räuber- und Beutepopulation so stark aneinander gekoppelt sind, weil die Beute eben die Nahrung für den Räuber ist. Du siehst aber auch, dass die Kurve von der Beutepopulation und die Kurve von der Räuberpopulation zeitlich verschoben sind. Das liegt daran, dass eine Änderung in der Beutepopulation sich nicht sofort auf die Räuberpopulation auswirkt und andersrum. Wenn zum Beispiel ganz viele Algen auf einmal sterben, heißt das nicht, dass sofort auch alle Wasserflöhe sterben, sondern die können erst noch ein bisschen überleben und erst nach und nach finden sie zu wenig Nahrung und sterben dann auch nach und nach. Die zeitliche Verschiebung zwischen diesen beiden Kurven kann man messen, indem man die Zeit misst, die zwischen den beiden Maxima, also dem Maximum der Beutepopulation und dem Maximum der Räuberpopulation liegt. Man kann das auch mit den Minima der beiden Populationen machen, da kommt dann das Gleiche raus und man nennt diese Zeit die Phasenverschiebung. In der Realität sieht das dann natürlich wie immer etwas anders aus. Es kommen einfach weitere Faktoren hinzu, die die Theorie nicht berücksichtigt und die dann aber diese Räuber-Beute-Zyklen und Beziehungen in der Realität noch beeinflussen. Daraus ergeben sich dann halt nicht so schöne Kurvenverläufe, wie ich die gerade in der Theorie vorgestellt habe, aber man kann schon teilweise noch erkennen, dass es solche Räuber-Beute-Zyklen gibt. Überleg dir doch mal ein paar Gründe oder ein paar Faktoren, die jetzt einwirken auf die Population von Räuber und Beute. Außer jetzt der Einfluss des Räubers bzw. der Einfluss der Beute auf Beute bzw. auf Räuber. Tipp, es geht um verschiedene biotische oder abiotische Faktoren. Überleg mal, was da diese Populationsdichten beeinflussen könnte noch. Räuber-Beute-Beziehungen gehören also zu den interspezifischen Beziehungen. Es gibt immer eine Räuberart und eine Beuteart, wobei die Räuberart die Beuteart frisst. Die Populationsdichten beider Arten sind also direkt voneinander abhängig. Und das drückt sich aus in ganz klaren zyklischen Schwankungen, die diese Populationsdichten von Räuber und Beute aufweisen. Man nennt einen solchen Zyklus von einem Maximum der Beutepopulation bis zum nächsten Maximum der Beutepopulation einen Räuber-Beute-Zyklus. Man kann sehen, dass die Räuberpopulation in ihrem Verlauf immer ein bisschen zeitlich verschoben ist, wenn man sie mit der Beutepopulation vergleicht. Sie folgt immer ein bisschen auf die Beutepopulation. Und diese Zeit zwischen einem Maximum der Beutepopulation und einem Maximum der Räuberpopulation, die nennen wir die Phasenverschiebung. Die Phasenverschiebung ergibt sich einfach daraus, dass Änderungen in der Beutepopulation sich nur mit etwas Zeitverschiebung in der Räuberpopulation zeigen. Das ist jetzt die Theorie und wenn man das in der Wirklichkeit sich anschaut, dann sieht das schon gar nicht mehr so schön schematisch aus. Das liegt daran, dass weitere Faktoren hier ins Spiel kommen, die entweder auf biotische oder auf abiotische Weise die Population von Räuber oder Beute beeinflussen. Ich hoffe, das Video hat dir jetzt gefallen und ich hoffe auch, dass du das jetzt verstanden hast. Wenn das noch etwas kompliziert war für dich, schau das Video doch nochmal an. Du kannst das ja so oft anschauen, wie du möchtest. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.